Willkommen zurück. Bonjour à tous. Du hast das Leben als Assassine erlebt. Willst du dich dem Kampf stellen und uns beitreten? Deacon, Datei laden. Do I have a choice? Letzten Monat haben wir eine Datei von Abstergo gestohlen und die Informationen darin sind erstaunlich. Erstaunlich. Aber wir teilen so etwas nicht mit jedem. Wenn du Start drückst, wirst du ein Assassine. Wenn du die Templerbedrohung bekämpfen willst, wenn du die Zivilisation vor Abstergo beschützen willst, drücke Start, entspann dich und bereite dich auf die Wahrheit vor. Nun, ich spiele mit Tastatur. Ich habe keine Starttaste, es tut mir unheimlich leid. Aber damit hallo und herzlich willkommen oder bonjour à tous, wie wir Franzosen sagen, zu Assassin's Creed Unity. Ja, eigentlich schon. Ich will wissen, was passiert, wenn ich einfach nichts drücke. Ich wette, diese Möglichkeit gibt es. Davon bin ich überzeugt, aber nun. Wir haben nicht viel Zeit, Freund. Also ich hab halt nichts mehr vor eigentlich. Ne? Vielleicht noch ein bisschen weiterlaufen, nämlich ich hab richtig Bock drauf eigentlich. Gut, drücken wir einfach mal. Was ist das Letterste? Willkommen bei den Assassinen, Novize. Na, Tagchen. Level V Security, aha, Investor Attract Video, der Phoenix Project. Wollte ich auch gar nicht lesen, danke dafür. Das Phoenix Projekt, interessant. Von Abstergo, natürlich. Von wem auch sonst? Gregor Mendel, ach, den von dem habe ich schon mal gehört. Albert Kossel nicht unbedingt, den kann ich nicht lesen, danke dafür. In den 50er Jahren gab es die These, dass die menschliche DNA dem Dreifach-Helix-Modell entspricht. Einige Jahre später ersetzte die Arbeit von Crick und Watson diese These durch eine Doppelhelix. Heute kennen wir die Doppelhelix als die unumstrittene Basis allen Lebens auf der Erde. Aber warum passte die Dreifachhelix so gut ins Bild? Warum schienen Franklins Röntgenstrahlen sie zu belegen? Es zeigte sich, dass die ersten Proben geringe Spuren von Vorläufer-DNA enthielten. Den seltenen Genen einer uralten Rasse, eingebaut in unsere. Wir wissen nun, dass die Dreifachhelix die Basis des Genoms der Vorläufer ist. Sie ist der Stein von Rosette für die Genforschung. Wenn wir den Code knacken, wenn wir das komplette Vorläufergenom sequenzieren, können wir unser Wissen immens erweitern. Mit der Animus-Technologie wird sich uns erstmals die Geschichte der Vorläufer eröffnen. Wir werden alte Sprachen entdecken und uns alte Technologien nutzbar machen können. Stellen Sie sich vor, was möglich sein wird, wenn wir die Technologie der Ebensplitter beherrschen. Solche Entdeckungen wären hundertfach bedeutender als die Spaltung des Atoms. Letztes Jahr entdeckten wir große Mengen Vorläufer-DNA bei einem Spender, dessen Gene menschliche und Vorläufer-DNA im Verhältnis 25 zu 1 enthielten. Mit dieser Probe beginnt unsere Arbeit. Unser Ziel ist es, die Dreifachhelix zu knacken, das Vorläufergenom zu sequenzieren und die Welt zum Guten zu verändern. Für uns alle. Willkommen beim Phoenix-Projekt. Das klingt sehr ambitioniert, muss ich gestehen. Laden. Wisst ihr, was noch viel lustiger wäre? Das ist der Stand der Dinge. Letztes Jahr fand Abstergo den Körper eines sogenannten Weisen, einer sehr seltenen Art Mensch mit sehr viel alter DNA. Die Suche nach weiteren Weisen begann, in Vergangenheit und Gegenwart. Je mehr Abstergo findet, desto näher kommen sie ihrem Ziel. Wir haben ihre Suche vorerst unterbunden, aber Abstergo wird nicht aufgeben, bis sie das Vorläufergenom vollständig sequenziert haben. Also, warum Arno Dorion? Warum ihm durch die Französische Revolution folgen? Es zeigte sich, dass Arno irgendwann mit einem Weisen in Kontakt kam. Wir müssen herausfinden, wo und wann diese Treffen stattfanden. Wenn Arno beim Tod des Weisen anwesend war, könnte das Abstergo zu seiner Leiche führen. Natürlich wollen wir sie zuerst finden. Und da kommst du ins Spiel. Es wird nicht einfach. Um die Daten zu stabilisieren, muss genetische Erinnerung sequenziell erforscht werden. Aber wir wissen, dass du das schaffst. Ja, weißt du das, ja. Du bist nicht allein. Andere Novizen, Assassinen genau wie du, tragen dazu bei, den Kampf zu beenden. Wenn du mehr Training brauchst, mehr Erfahrung, dann ruf sie zur Hilfe. Okay. Wir laden die nächste Sequenz. Mach das mal. Palais de Justice. Vielleicht ist ja die Ladezeit lang genug, aber wäre das nicht lustig, wenn wirklich so eine
Technologie existieren würde, aber man würde einfach niemals was davon erfahren, weil man ist ja einfach nur so ein 0 auf 15 Spasti. Und was wäre, was noch viel lustiger wäre, wenn einfach diese ganzen Corona-Testereien... Je mehr Zeit du bei Anu verbringst, desto mehr Daten haben wir für deine Synchronisierung mit ihm zur Verfügung. Aha. Und für die Aktivierung seiner Fähigkeiten. Hier, sieh dir das mal an. Sehe ich mir gleich an. Und diese ganzen Corona-Testereien mit Teststäbchen, blablub, die da einfach nur dazu, um genetisches Material zu sammeln und zu gucken, ob irgendjemand, ob es da Leute gibt, die sowas haben. Wäre das nicht crazy? Das ist meine Lieblingsverschwörungstheorie bis jetzt. Anyway, Assassinenfähigkeit freigeschaltet. Im Fähigkeitenmenü wurden Assassinen freigeschaltet. Fernwaffe, Auffüllpunkt, Geldbeutel. Oh, Geldbeutel ist meine Lieblingsfähigkeit, die hätte ich auch gerne. Betäubungsbomben, Gemeinschaft sind verkleiden, Schloss, Knack, Lehrling, Gruppenheilung, Doppelanter, dickes Fell, Umgebung, Untertauchen, Schmetterschlag. Schmetterschlag, interessant. Steht auch hier immer, glaube ich, alles da. Kann ich das Schlösserknacken bitte lernen? Das ist, glaube ich, das einzigste Interessante bis jetzt. Kostet 2 so eine Bumspunkte. Ich habe 4, wie sie mir scheint. Okay, verkleiden. Aha, interessant. Gemeinschaftssinn. Fähigkeit, das Adlerauge mit anderen Spielern zu teilen. Oh ja, das werde ich sehr viel nutzen wahrscheinlich. Existieren die Online-Server für das Spiel überhaupt noch? Ich bin mir gar nicht sicher. Ein tödlicher Schlag gegen 2 Ziele in der Nähe. Uiuiuiui. Naja, wobei das wäre noch wahrscheinlich hilfreich. Umgehung untertauchen. Ja, als ob ich mir untertauchen würde. Nicht für Schlösser knacken lernen. Gib mir. Oh nein, warte. Ist das ein Assassin's Creed 3 Schlösser knacken? Ich möchte das Tutorial bitte ansehen. Okay, das ist nicht das, was ich dachte. Nein, lass mich überraschen. Das wird großartig. Ich freue mich drauf. Mein Gott, wenn ich ja wieder den Controller dafür benutzen muss, was ich irgendwie niemals gemacht habe. Aber es ist mir so egal. Training ansehen. Nee, ich möchte mir das eigentlich nicht ansehen. Ich möchte es eigentlich direkt machen, aber na gut, ich darf das wohl nicht. Ist ja auch egal, so schleichen. Was haben wir hier? Nahkampf. Wir haben ja noch 2 Pünktchen. Boah, immer wegtackeln, ey. Krasse Scheiße. Was haben wir im Fernkampf? Darf ich hier Armbrust benutzen? Eine Armbrust hätte ich gerne. Verbesserte Phantomklinge. Aha. Hier darfst du die Pistole benutzen? Aha, aha. Aha, aha, aha. Betäubungsbomben, bla bla bla. Vielleicht nehme ich einfach schleichen dieses Doppelattentat. Das finde ich eigentlich ziemlich nice. Ja, dann nehme ich Doppelattentat. Let's fucking go. Gib mir Doppelattentat. Kann ich nicht, weil das 4 kostet. Fick dich. Ja gut, dann spare ich halt einfach. Wird ja nicht so teuer sein. Ne? Während ihr beschäftigt wart, hat sich Deacon ein wenig in Arnauds Erinnerungen umgesehen. Ist immer nett von mir. Er war ein umtriebiger Mann. Seht ihr das Symbol? Das Nein. ist eine Koop-Mission. Ich spiele sehr viele Multiplayer-Spiele. Wie ist es mit euch? Ich dachte, wir machen die Sache mal interessant. Na diese ja. Mission hat Anno mit anderen Assassinen durchgeführt. Hier bekommt ihr einen Eindruck davon, worum es bei uns geht. Geht einfach in den Glitch, dann bekommt ihr alle Details. Ich habe sie auf der Karte markiert. Sie spielt sehr viele Multiplayer-Spiele. Uiuiui, wie heißt denn ein Ingame-Neck, Alter? Vielleicht edde ich dich mal und spiel mal ein bisschen was zusammen. Jetzt habe ich vergessen, was ich machen sollte. Okay. Darf ich diese Waffen hier alle wählen, ja? Korbschwert, klingt super. Kriegshammer, den hätte ich gerne tatsächlich. Darf ich mir den Kriegshammer benutzen? Uiuiuiui. Schicki, schicki, schicki. Aber ich will den Kriegshammer haben, ich weiß nicht. Alles andere ist höchstwahrscheinlich besser, aber ich will den Krieg... Oh, nur den Morgenstern. Morgenstern hat nicht Hammer im Namen, wisst ihr? Okay, literally alles sieht geil aus eigentlich, aber... Was ist hier? Assassin's Creed Unity, Dead Kings, Mission Sugars Erbe wenden. Aha. Ist das so? Ne, ich will den Hammer haben. Gib mir den Hammer. Kriegshammer. Kaufen. Gib. Geil, jetzt habe ich einen Hammer. Ich bin ein Fan von Hammern. Manchmal hilft das schwer. Aber vielleicht gibt es hier einen schweren Hammer. Aha, nee, Langachs. Langer Kriegshammer oder sowas. Schwertstab. Wir nennen den Schwertstab. Gut, hier gibt es keinen Kriegshammer. Noch nicht. Mich mal. Doch, Holzhammer, guck mal. Der mysteriöse Mordfall. Aha, aha. Sehr mysteriös. Mein Gott, hier gibt es wieder viel zu viele Sachen zum Freischalten. Wir werden einfach eine ganze Folge hier dran verbringen. Ist das nicht toll? Gibt es keinen Hammer. Na doch, vielleicht ist das hier wieder so ein Geheimhammer. Stangenwaffe. Interessant. Gut, Pistolen. Was haben wir da für lustige Pistolen? Ja, damit benötige ich ja erstmal die Fähigkeit.
Sieht sehr interessant aus. Kostet auch ein bisschen Geld. Oder ich hacke es einfach für... Was soll das Hacken bedeuten? Dass es günstiger wird oder dass ich... Ich meine, ich kann es mir eh nicht leisten, apparently, aber keine Ahnung. Gewehre, oh, wir dürfen diesmal mit Gewehren spielen. Uiuiui. Langbüchse. Wäre lustig, wenn man hier random einfach so ein richtig modernes Gewehr hat. Was? Guillotine-Flinte, aha. Kombination aus Axt und Mörser. Das gab es garantiert. Jede Wette. Okay, super interessant. Ausstattung. Aha, Farben. Oh, ich kann mir neue Farben herstellen. Blau, orange und braun. Wer will das denn haben? I. Ja, dann wird man direkt blind. Dann sieht dich ein Gegner an und du wirst sofort blind. Das ist sehr praktisch. Wenn es nicht so ein aggressives Rot wäre, wäre das schon schön eigentlich. Das sieht ganz gut aus. Friedliche Märchen. Let's go. Aha, ja, das machen wir bestimmt irgendwann mal, aber vielleicht nicht jetzt unbedingt. Booster und Koop-Fähigkeit, naja. Koop wird höchstwahrscheinlich hier nicht passiert. Oh, es gibt Premium. Dann kann ich mir fast schon denken, was diese eine Währung bedeutet. Okay, super. Wir sind ja jetzt offiziell drin im Spiel, scheinbar. Und hier ist eine Truhe. Die hätte ich ganz gerne. Grabbel, grabbel. Super. Alles klar, hier scheint ein bisschen Krieg zu sein. Ja, nichts, was man nicht kennt, ne? Ja, schrei hier mal. Den Dieb rammen. Welchen Dieb? Hast du den Lanken? Guck mal, der rammt sich schon selber. Ah! Nein. Verdammte Scheiße. Wie rammt man nochmal? Ich hab's vergessen. E. Ich hab doch E. Nein. Ich hab doch E gedrückt. Mehr, du Sackgesicht. Aha, ich habe dich. Und nur. Okay, cool. Ja, so gut ist mein Französisch noch nicht. Tut mir leid. Ich hoffe, ich habe meine Klinge jetzt ausgerüstet. Ein bisschen blöd. Hui, hallo. Oh, stirb Verräter. Wie kann ich denn ein Verräter sein, wenn ich euch niemals angehört habe? Ich mag den Hammer. Der scheinbar auch. Das freut mich, dass er ihn auch mag. Ich finde es gut, wenn meine... Oh, Credo-Punkte. Wenn meine Gegner... Credo-Punkte. Ach du Scheiße. Wie viele Währungen willst du haben? Ja. Naja, dankeschön. So, wie macht man hier Schlosshacken? Gib mal hier. Aha, interessant. Okay, es sieht simpel aus, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich den Abend vor dem Tag loben möchte. Umgekehrt, den Tag vor dem Abend loben möchte. Ich kann schon nicht sprechen, so aufgeregt bin ich. Ja, sehr interessant. Gut. Na? Dir geht's gut, das freut mich. Das freut mich, dass du eine nice Zeit hast, mein Freund. Was haben wir denn hier? Kokarde? Was war eine Kokarde? Achso, das war dieses Ding zum Anstecken, stimmt, ja. Ich erinnere mich, und hier ist die nächste Hauptaufgabe, die Abschlussfeier. Ja, wollen wir da mal hingehen? Gesellschaftsclub. Hm. Ja, komm, wir gehen einfach zum nächsten Ausrufezeichen, I guess. Klingt mir halbwegs vernünftig. Viva la France, wie wir Franzosen ja sagen. Ja, redet ihr mal alle. Das heißt aber im Prinzip, ich muss, E-Shop, ist das hier im E-Shop? Ich muss meine Waffen nicht im Dingsums kaufen, sondern, in einem Laden. Kaufen Sie Helix-Punkte. Ja, geil, lass mal kaufen. Wie viel kostet denn Helix-Punkte? Jetzt öffnet sich der Browser, oder? Das hatten wir doch schon mal ausprobiert. Ja, es leckt. Das muss der Browser sein. Okay, Charakteranpassung. Aha, Ausrüstung. Ja, genau. Dann gehe ich nicht mehr klassisch in den Laden rein, sondern kaufe mir hier irgendwas Tolles. Okay, das ist... Was stand da? Na, egal. Ja, Sakara findest du auch. Na, du alte Marktschreierin. Nee, danke, ich will diesmal keine Zeitung haben. Ich kann nicht lesen. Oh Gott, zwei Arschgesichter. Gefalle ich dir? Mich bleibt da. Tschüss. Guck mal, ich brauche gar keinen Doppelattentat. Das geht auch so voll schmeidig. Tippst du, daneben befindet sich eine Alarmglocke. Ob das wohl...
Sinn macht? Ich weiß es nicht, aber ich hab's getan. Fight me. Geil, 100 Credo-Punkte, Glückwunsch, sie haben den Rang fortgeschrittener Rekrut erreicht, Mann, weil ich einen von oben gekillt habe und weil ich eine Alarmglocke kaputt gemacht habe. Das ist ja faszinierend. Ja, machen wir. Sehr schwierige Mission. Uiuiui, da habe ich aber schon wieder Angst. Probieren wir es einfach mal. Was soll schon passieren? Wie heißt die Mission? Die Mission? Schwing deinen Arsch in Position und stell keine Fragen, Pissbot. Oh, tolle Mission. Missionsschwierigkeit. Die Mission wird durch Diamanten repräsentiert. Je mehr Diamanten, desto schwieriger die Mission. Aha, ist ja interessant. Gut zu wissen. Wo ist denn mein Diamant? Ich bin ein Diamant, das sind jetzt 3 Diamanten. Natürlich blöd. Die Wachen töten und die Glocken sabotieren. Aha. Ich meine, die Glocken habe ich ja schon sabotiert eigentlich, die eine. Aber ist ja auch egal. Schauen wir doch mal. Ups, darf ich meinen Hacker-Modus anmachen? Bringt mir nicht so viel, wie ich gedacht habe. Aber im Prinzip... Ja gut, der Wichser könnte rüberglotzen, ne? Naja, komm. Nee, von hier oben darf ich nicht, okay. Ist ihm dann doch ein bisschen zu hoch. Ist ja auch verständlich. So, dann lass dich mal hier bitte herab. Auf dieses Niveau. In diesem Gebiet gibt es Alarmglocken, ist mir doch gar nicht aufgefallen. Du kannst ernsthaft nicht von hier runter... Naja, der Hammer wird dir jetzt auch nicht hier bringen. Start mich nicht so an! Beweg doch! Doch, ich starte dich aber so an. Ich stehe drauf. Tut mir leid. Es war ein Attentat aus der Deckung, das weißt du nur nicht, Spiel. Ups. In Deckung gehen. Na komm her. Zucker, Zucker, Zucker. Möchtest du keinen Zucker? Bist du Diabetiker? Na, warte mal auf deinen Freund hier. Früher könnte man hier mal anpfeifen, aber ich wette, das ist eine Fähigkeit, die man jetzt braucht dafür. Nee. Der kommt natürlich nicht hier rüber zu mir. Natürlich ein Arschloch. Vielleicht kann ich ihn ein bisschen hier triggern. Oh nein. Oh, tatsächlich. Naja, ist eh schon verkackt von den ganzen Tat aus der Deckung, also von daher. Aber vielleicht. Schnauze. Okay, obwohl er mich angeschrien hat, war das noch Stealth. Das freut mich. So kann ich meine. Nee, wenn ich hier 1, 2, 3, 4, 5 drücke, passiert gar nichts. Das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht machen. Upsi. Ich wollte den Hammer eigentlich ausrüsten, damit ich mir mit einem Hammer eine hammere. Aber na gut. So geht's auch. Ist mir egal. Vielleicht hätte ich auch einfach Waffe ziehen drücken sollen. Man weiß es nicht. No. Sir Guillaume de Roussel hat gütigerweise unserem Preis von 40% zugestimmt. Eine Verzweiflungstat. Und der Priester? Das wird schon werden. Eure Zuversicht ist ansteckend, Siewerk. Meine Leute werden den Wagen bereithalten. Hier sind die Details. Seht zu, dass es glatt läuft. Entendu. Was, Fondue? Seht zu, dass es glatt läuft. Kretter. Wann habe ich die... Oh. Hilfe! Das... Mörder! Diese Bastarde Mörder! Leibwachen. Und? Was heißt hier und? Weg ist er. Nächstes Mal erledige das, bevor einer losschreit. Warum verweilen wir hier, solange dieser Siver noch lebt? Er tötete Monsieur de la Serre. Geduld. Siver ist nicht unser Ziel. Nicht heute. Komm schon. Nicht heute, aber vielleicht morgen. Der Rat wartet auf unseren Bericht. Nee, ich sag ihm, dass du scheiße warst und ohne. Ohne mich zu warnen, losgeschlagen hast. Das finde ich gut. Ui, ich habe eine Bombe gebombt. Weiß nicht. Ja, so langsam wie du bist, wird's bestimmt langsam. Hey. Wir wollen ja mal nicht schießen, ne? Solange ich keine Waffe habe. Hallo? Lauf doch mal bitte. Würdest du bitte darüber gehen? Na, musste ich erst anlaufen nehmen? Verstehe. Mit Bellex Schritt halten. Ach Gottchen. Soll das eine Herausforderung sein? Halten Sie F gedrückt und lassen Sie los, um Rauchbomben auf Gegner zu werfen. Ah, interessant.
Hup. Hihihihi, ich hab dich weggeraucht. Hihihihi. Achso, du sollst sie umbringen, Hupsi. Wusste ich nicht. Ich dachte, wir rennen an die vorbei, pardon. Verschwendung von Rauchbomben, aber na gut, was weiß ich schon. Hallo, mein Freund. Hihihi. Diese Geräusche sind sehr, weiß ich nicht, schwierig von der Soundqualität her. Für dich zumindest. Und tschüss. Ich mag den Hammer. Oh, da lebt ja noch einer. Blauröcke statt Rotröcke. Aha. Jo. Geh voran, mein mutiger Recke. Wo bist du denn? Okay. Ich weiß jetzt nicht, warum der am Ende markiert wurde, aber es hat bestimmt gute Gründe. Okay. Ach so, wenn er ziviles Zeug an ist, dann kann er beschuldigen gegen andere. Aha. Habe ich Schritt gehalten oder habe ich ihn überholt? Man weiß es nicht. Mord, Patrioten. Diese Narren legen sich mit jedem an. Sie dürfen uns nicht bemerken. Halten wir sie nicht auf? Aufhalten. Ausweichen, das spielt keine Rolle. Es kommt immer ein Fanatiker nach. Nicht jeden retten, Pisspot. Okay, weg ins Gesicht. Ich wollte gerade sagen, stell dir vor, wir könnten einfach über Mauern, über die Dächer rübergehen. Extremisten in Rot schicken in die Bevölkerung. Sie werden von den Templern bezahlt. Die Extremisten können sie erkennen und sie überall in der Stadt einlassen. Vorsicht, Leute. Remy hat Monsieur Apinos Leiche in einem Innenhof nicht weit von hier entdeckt. Mit aufgeschlitzter Kehle. Wow. Beef, ich muss die Bevölkerung retten. Ich bin ein Bevölkerungsheld oder so, weiß ich nicht. Ich würde es zumindest gerne sein. Los, stirb. Ich habe eh gedrückt, aber ignorieren wir das einfach mal. Seid ihr tot? Ich hab sie gerettet, Mann, was bin ich cool, oder? Mein Anzug ist ganz blutig. Mal sehen, ob das automatisch weggeht oder nicht. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Na, wo gehen wir denn hin, mein Süßer, ja? Ich werde noch laufen, wenn du längst tot bist. Ist das so? Ich meine, es ist schwierig, mit dir Schritt zu halten, wenn ich nicht weiß, wo es hingeht, weißt du? Weil nicht, dass du dann noch einmal einen überraschenden U-Turn machst und denkst so, na... Ja, das hast du bereits erwähnt. Es tut mir leid, dass du Alzheimer hast, aber... Es haben einige große Persönlichkeiten. Naja, wobei groß würde ich sie jetzt nicht nennen, aber... es haben Persönlichkeiten, sagen wir es mal so. Vorsichtig, Bisspot. Du verletzt noch wen. Uiuiuiui. Ach, meine Bäume sind auch wieder da. Hallo, was geht denn ab, Leute? Wir wollen nur mal kurz durch eure Fenster, die du sie mal nicht offen gelassen haben. Das nennst du Rennen? Nun, ich bin irgendwie 90% der Zeit vor dir. Ich bin nur hinter dir, weil ich nicht weiß... Interessant. Weil ich nicht weiß, wo du hin möchtest. Habe ich den Boten getötet? War das nicht der andere Typ, der Bote war? Ach, ist mir doch scheißegal. Ist mir doch egal. Ich muss mit dem Typen Schritt halten, was ich jetzt schon hart verkackt habe. Aber ist mir auch egal. Echt, findest du? Schöne Grüße an deinen Bruder. Ich bin ein dummes, fettes Luder. Die greifen jetzt Armeeleute an. Jetzt weiß ich nicht, ob mich das interessiert. Wachen im Blau greifen Extremisten und Rot immer als Erste an. Vermeiden sie selbst anzugreifen, um Konflikte vorzubeugen. Okay. Ja, wenn die gegen Bewaffnete kämpfen, ist das in Ordnung. Aber wenn sie gegen Zivilisten kämpfen, oh, dann müssen sie leider sterben. Ich bin vor dir, du Wichsgesicht. Na nee, gut, aber nur weil... Siehst du, was meine ich? Woher soll ich wissen, wo er hin will? Dann denkt er sich so, haha, ich wollte da gar nicht hin. Ich hab dich... Nicht. Da treffen wir sie wäre nach einem Jahr und du lässt ihn gehen? Nur weil sein Name nicht auf einem verdammten Papier stand? Ja. Es ist die falsche Zeit. Es ist nicht die falsche Zeit für einen Ladebildschirm. Den wir alle mögen, Ladebildschirme, nicht wahr? Ja, sie sind so kurz, wenn ich sie rausschneide. Zur Ratskammer gehen. Okay. Wo bist du schon wieder? Geschäfte. Sie können ihre Geräte, Munition und Medizin in den Geschäften auffüllen. Geschäfte findet man oft in der Nähe von Schnellreisestationen. Ach, ist ja interessant.
Na gut, dann würde ich aber erstmal sagen, wir machen erstmal einen kleinen Cut, weil wir haben ein bisschen Überlänge. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dahin, tschüss.